Hallo und herzlich willkommen zurück zu Codename Panzers Phase 1 mit dem Retrophrenologen und Keksaholic. So, wir chillen hier gerade voll in der Pause rum und werden jetzt mal diesen Hof hier vorne einnehmen mit unserer riesigen Armee und unserem Tigerchen. Namizi? Chen also. Tigerchen. Hast du was gegen Tigerchen? Ja. Das ist quasi sowas wie meine Rache für... Was war das? Ein neuer Befehl fällig. Retrope? Ja, für Retrope. So. Ja, aber du bist nun mal die Retrope. Nein, ich bin Retro P. Da ist eine Kunstpause dazwischen. Ich mag keine Kunstpausen. Aber Kunstpausen sind was ganz Feines. Nein. Die dienen nur dazu, den Text zu strecken. Ja, das ist sinnvoll, wenn man so kurze Texte dabei hat. Und Unwissenheit zu überbrücken. Eigentlich brauche ich meine ganze Panzerarmee da nicht, weil die machen keinen Schaden an meinem Tiger. Wenn sie sich auf den Kopf stellen, machen sie keinen Schaden an meinem Tiger. Er wird nämlich die ganze Zeit von hinten mit Panzerplatten beworfen. Na, kraut ihr euch da raus? Die Infanterie hat heute echt einen Scheißtag. Tja, manchmal ist das so als Infanterie. Unsere Truppen werden beschossen und ich weiß nicht von wo. Und nun? Ich glaube von hier irgendwo. Nee. Da ist Infanterie. Tiger, du kannst dich ruhig auch mit der Front dahin stellen. Ah, da ist ein gefährliches Spähfahrzeug und hat versucht, uns aufzulauern. Oh nein. Ja, das hat ganz schön Schaden an meinem Panzer gemacht. Ja, Leute, ist okay. Das Stuck kann sich da so aufstellen. Der Tiger kann da jetzt brav reinfahren. Oh, hier gibt's, glaube ich, gar nichts mehr. Mission erfolgreich abgeschlossen und so. Vielleicht, also wir rätseln immer noch, worum es in der Geheimmission geht. Und jetzt, ich weiß es. Echt? Geht es darum, diese Wagen da zu klauen? Ich ja, hier steht Nein. eine. Nein? Nein. Na gut, dann nicht. Ich informiere mich doch. Ja, du informierst dich. Immer diese Nachrichtenoffiziere, sie meinen, sie müssten sich informieren. Ja. Vor allem nicht nur mich, sondern halt auch andere informieren und einen Vorteil können. Ich konnte dich gerade ganz schlecht verstehen, du hast wieder Probleme mit deinem Sound. Dass sie nicht einen Millimeter bewegt! Ja, ich kann da auch nichts gegen machen, dass dein Mikro eben so ist, wie es ist. Und das ist scheiße. Ja, ich sag dir das. So, wir fluchen uns mal gegenseitig eine Runde an, die Gegner sind auch am Fluchen und sogar meine eigenen Leute sind am Fluchen. Verdammt nochmal, die haben uns voll erwischt. Snapsa! Ich meine, die haben uns keinen Schaden gemacht, aber verdammt nochmal, die haben uns voll erwischt. Sicher, dass es nicht darum geht, die Wagen zu capturen? Welche Wagen? Also jetzt muss ich mir das nochmal genau angucken, welche Wagen, weil ich gehört. Ja, hier gibt's so Wagen mit MGs drauf, glaube ich. Solche hier. Das sind Flugabwehrgeschütze. Ja. Ich glaube nicht, also du könntest die natürlich capturen, wenn du noch Panzerabwehr übrig hättest, weil es gibt einen Grund, weswegen die hier überall rumstehen. Aber nein, das ist nicht das geheime Missionsziel. Und irgendwo steht hier so eine olle Artillerie und gibt mir die ganze Zeit, ja, zu denken. Wir müssen die Moores leeren. Und nicht die Spähfahrzeuge vergessen. Hi Spähfahrzeug. Das war das letzte Auge, was du geöffnet hast, um irgendetwas zu erspähen. Harr, harr. Retro im Fiesheitsmodus. Ja, ah, hier haben wir ein paar Panzer-Heinis. Wir kommen einfach nicht weiter vorwärts. Doch, wir kommen weiter vorwärts oder so. So, ich werde jetzt mal diesen großen Platz hier ansteuern. Der sieht nämlich so aus, als könnte da irgendwas umsonst geben. Motor starten. Und dann kann mein Tigerchen mal gucken, was hier von dieser Seite uns beschießt. Hi Infanterie! Und wie geht's so, wenn man in drei Panzer reinlaufen muss? Ist ein Scheißjob, oder? Schön, wie er da aufs Haus zielt. Sehr solide. Ja, hatte viel Schönes. Ich glaube, ich sollte meinen Tiger nicht Amok fahren lassen. Trotz allem nicht. Nein, ich habe ein Stück verloren. Infanterie in Deckung. What? Meine Stucks haben gar keine Verstärkung dabei, sehe ich gerade. Das ist ein Problem. Also vor allen Dingen für die Stucks. Verstanden, ich bin bereit. Los, bewegen.
Finde ich nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Und ihr sollt wirklich einfach in Deckung laufen. Hier, geht in die... Geht da rein. Du hast jetzt eine Panzercrew übrig und kannst ne, Ding übernehmen, ne? Ja, das ist eigentlich nicht völlig verkehrt. Das ist vor allem besser, als wenn ich frei rumlaufe. Ich meine nicht, dass die viel länger jetzt... Es ist immerhin denkbar. Hat der T-34 mir echt Pain ausgeteilt, du. Ja, dafür war der quasi bekannt. Ja. Aber man muss ja nicht jede Drohung ernst machen. Das habe ich einen Flak, du. Ja, aber wenn es drauf ankommt, sollte man es dann halt doch tun, ne? Ja. Soll ich dir jetzt vielleicht mal sagen, so langsam, wo das Geheimziel ist? Ja, mach mal. Weil wenn du da so weiter so direkt auf die Schaufel die drollige Häuserecke auf der gegenüberliegenden Seite, also gegenüberliegende Seite der Karte, die siehst du, ne? Ich sehe mehrere. Ja, aber da fallen dir so. Da fällt so besonders eine Struktur drin auf, oder? Ja, da ist ein großes Loch da, wo ich jetzt hinfahren wollte. Da, wo die Statue ist von. Nein, von, ganz auf der anderen Seite der Map. Von wem eigentlich? Achso, da runter. Da willst du aber runter, das ist ja kein Haus. Du willst es. Werden beschossen! Ich muss mal kurz gucken, was meine. Ich werde schon wieder beschossen. Vom Feind. Wir befinden uns unter Beschuss. Durchaus denkbar. Ach Gott, Westenmitte, ja genau, das ist das betrümmerte Gebäude, das du gerade angeguckt hast. Da soll eigentlich das Geheimnisse-Ziel drin sein. Ah. Dann müsste irgendwie so ein Typ sein, dem du aufs Maul geben musst oder so. Auch das Übliche also. Ja. So, ey-o, ich hab nichts gegen dich, du hast nichts gegen mich, du kriegst jetzt 15 Ärger. So. Ey, manchmal haben die echt Eier, die Typen. Aber ich werde jetzt erstmal diesen Platz hier besetzen. Während hier weitere Infanterie sinnlos in den Tod stürzt. Klingt gut. Ja, nicht meine. Zur Abwechslung mal. Oh, schade. Doof. So, meine Bisons haben entweder ihr Reparaturwagen irgendwo stehen lassen. Oder nicht. Du siehst mich nicht. Deine Reparaturwagen arbeiten doch oben, gerade bei deinem Panzer. Guck mal, ich habe hier hinten noch einen Gewehrschützen stehen. Gewehrschützen. Ein Gewehrschützen. Naja, weiß ich, sehe ich. Findest du es eigentlich okay? Jo. Also, der hat sein Level erhalten. Kein Problem. Gott. Unter Beschuss. Okay. Los. Was ich nicht so geil finde, ist, dass hier schon wieder meine Truppen irgendwo aufgerieben werden. Na, von der Gasse aus. Die Pennerköppe. Pennerköppe? Ja, Pennerköppe. Lieber Panaskop als Panaskop. Ja, Panaskop ist eine andere Sache. Ach, da sind Mörser-Truppen! Na toll. Mörser? Mörser! Mörser! Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Mörser! Darf ich jetzt wieder nicht sagen, aus welchem Spiel das stammt? Mörser? Nein, darfst du nicht. Okay. Aber es schreibt sowieso keiner, also kannst du es natürlich trotzdem tun. Ja, jetzt will ich nicht mehr, jetzt hast du verschissen. Tja, dann habe ich halt verschissen. Ist mir doch egal, wenn ich verschissen hab. So. Ich bretter hier massiv vor. Bretter. Oh. Oh, das klingt schlecht. Ja, O ist nicht immer... O ist nicht unbedingt schlecht. Aber in diesem Kontext schon. Ja. Naja, geht so. Oh, heißt halt, mein Reparaturwagen wird beschossen und ich finde meinen zweiten gerade nicht. Ah, da ist er ja. Tjo. Er ist davon, der Feind. Keine Ahnung. Wir kommen einfach nicht weiter. Dafür, dass wir die ganze Zeit nicht weiter vorwärts kommen, schaffen wir erstaunlich weit vorwärts. Mhm. Wo ist eigentlich mein Tiger? Er könnte doch eigentlich mal Sturm fahren, wo er schon so semi-unpenetrierbar ist. Ich weiß nicht, ob meine Panzer für diese Häuserschlachten, die ich hier führe, wirklich gut geeignet sind. Panzer sind generell nicht für Häuserschlachten gut geeignet. Ja. Aber diese speziellen auch nicht, du. Ja, klar. Das summiert sich natürlich irgendwie. Ja, ne? Man schießt auf uns. Nö. Doch. Oh. Nee, damit komme ich klar. Ja Gott nochmal, die haben uns voll erwischt, ja, aber die haben keinen Schaden gemacht. Impressive. Ja, ich finde auch, dass das... oh, da ist ein KV-2, der bettelt sich mit meinem Tiger. Muss da eigentlich den kürzeren ziehen. Oh, die haben KV-2. Nice. Zeig.
Ja, ich kann ihn dir nur so ganz kurz am Rande zeigen, weil ich währenddessen hier noch gefährliche BT-7 oder war das ein 46, keine Ahnung, zerlegen musste. Ah. So. Ich muss mir diese Bezeichnung nicht merken. Ich muss nur wissen, kann ich kaputt machen oder kann mich kaputt machen. So. Ja, aber es ist hilfreich zu wissen, wenn du ihn quasi so benennen kannst, dann kannst du das halt auch nur noch benennen, da weißt du auch, ob ich kaputt machen kann oder nicht. Weißt du, ich habe wirklich schon wieder irgendwo mein Munitions-LKW verloren. Es ist faszinierend. Nein, eigentlich nicht. Ich finde das schwer faszinierend. Das kein bisschen. Mich fasziniert das sehr, weil ich könnte den gerade gebrauchen. Mein Tiger hat nämlich bald keine Munition mehr. Tja. Ich glaube, das könnte zu akutem Anfall von Ass-Rape führen, wenn ich einen Tiger im Schlachtgeschehen habe, der keine Munition mehr hat. Ich meine, ja, im Zweifelsfall, meine Bisons kommen dieses Spiel eh nicht zum Schießen. Hi, Reparatur-LKW, wie geht's dir? Wie wär's so mit Front? Findest du gut, ne? Finde ich auch gut. Ist auch eine super Idee eigentlich. Ja, wieso nicht, ne? Ja. Ich will nicht sagen, was kann schon schief gehen, ne? Ja, ich finde das eigentlich schräg, dass die Reparaturwagen... Wagen? Ja, die Wagen. Ich weiß gar nicht, welche... Ja, wegen der Schwager. Okay, stopp. Aufhören. Pfui. Ja. Nicht, dass wir allen irgendwelche Schwaben kommen. Ja, die Schwaben. Okay, jetzt hat er wirklich auf. Ich glaube, spätestens jetzt könnten sie nämlich go und jetzt voll aufs. Ja, und wir hätten es verdient. Das hast du gesagt. Ja, und? Habe ich recht? Ja. So. Irgendwie müssen sich die Gegner auch verarscht vorkommen. Sie stehen mit drei Infanteristen in so einem Haus und kommen eine ganze Panzerbrigade auf die zu. Das ist doch ein Scheißdach. Zum Glück haben die Dach im Kopf. Sonst würde das auch noch reinregnen. Der Dach auf meinem Kopf habe ich den aber auch weggeballert. Ja, wer ist da vorne? Hier ist da ein Auto. Und ich soll jetzt in diese Villa da. Ich glaube, da musst du Infanterie reinschubsen, ja. Irgendwie so war da, müsste da was sein. Kann natürlich auch sein, dass es wieder mal so ein Geheimziel ist, das man ja später erfährt. Aber eigentlich müsste das die Villa sein. Na, dann lasse ich da meine Sunnies rüberlatschen. Das werden sie nie überleben, aber. Ja. Da wird jetzt irgendwo wieder ein Nest mit MG-Schützen gewesen sein, was ich übersehen habe. Haltet noch einen Moment durch. Die einfach deswegen nicht auf mich geschossen haben, weil. Pff, deswegen. Ja. Richtig, richtig schön. So. Aber vielleicht auch. Ich hätte auch einfach die mit dem Wägelchen schicken können. Ja, die mit dem Wägelchen, die Flak übernommen haben. Hätte ich tun können. Irgendwie stagnieren meine Bisons. Ich glaube, die kollidieren irgendwie miteinander und drehen dann wieder oder so. Das Munition haben die eigentlich noch. Ah, die haben noch genug Schuss. Schaffen wir schon noch. Wird das schon laufen. Und wenn er wieder mal jeden einzelnen opfern muss, wenn er sie persönlich in die Kanone schieben muss, damit die abgefeuert werden können. Die berühmten Weißhelmgeschosse. Ihre Truppe wird das schon machen. War, hatte ich nicht vorhin zwei Truppen als Sanitäter? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zwei Trupp-Sanitäter losgeschickt habe. Ich dachte, ich versuche dich zu beschützen. Aber ja, du hattest mal zwei. Aber... Zu Befehl. Du weißt, wie die Antwort laut ist. Aber... Ja, du bist dein Bob. Das hast du richtig gekannt. Warum? Das ist so relativ einfach. Die meisten Leute fangen halt an zu sterben, wenn sie beschossen werden. Und wo sind die anderen beiden? Was sind die anderen beiden Sunnies? Alles tot. Nein, da kommen sie. Ich sehe sie gerade anlaufen. Haha. Ich habe Überlebende. Oh. Gleich hatte ich Überlebende, fürchte ich. Ein spannender Kampf in diesem Haus. Ich glaube, ich muss meine Sunnies wieder evakuieren lassen. Evakuieren! Aus hier, Sunnies. Ihr macht das leider nicht. Eliminieren! Ist das Missionsziel wohl auch erfüllt, wenn ich das Gebäude sprenge? Ja. Es kommt echt? Gleich Hilfe. Ja. Ich helfe was? Dir. Gefällt. Ich hab einfach kaputt. Hast du es bekommen? Ja. Sweet. Aber ich glaube, der ist einfach aus dem Gebäude rausbekommen.
So, gut, dann haben wir dieses Ziel in dieser Mission noch geschafft. Und weißt du, wie viele Minuten jetzt rum sind? Genau, 15. Richtige Zeit. Genau die richtige Zeit. Ist das nicht schön? Und dann pausiere ich an dieser Stelle und ich glaube, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüssikowski.